Wie süß Clementine einfach ist, so schüchtern und so. Sie ist so süß. Können wir noch mit ihr reden? Mit ihr? Nein. Also wir können ja mit den beiden Ladies nichts machen. It gets lots of tangles. Sprechen Sie mit jedem. Ja, ich würde gerne mit Clementine sprechen. Warum ist denn das nicht möglich? Ich möchte mit Clementine sprechen. Jetzt sag mir nicht. So, kann ich jetzt mit Clementine sprechen? Nee, aber mit ihr. Natürlich. Hey there, girls. Was machst du so? Wie war es in der Stadt? Ausgang. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, hat sie gar nicht, sie war still. It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful. Sie geht also in die erste Klasse, das heißt, wird 6, 7 Jahre alt sein. Noch wie grauenhaft einfach. What are you doing? Corpses aren't walking around. Sie wäre so ein Chaos, also I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Katja ist Tierärztin. Wer schreibt denn Katja mit Doppel-A? Katja. We'll be home soon. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some. Just. It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... The things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Bis jetzt ist das alte Leben ja noch nicht. Anybody in their right mind would. Noch nicht vorbei. Barbecues and beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? Back in a bit. Okay, Lee. Ich meine, das alte Leben ist seit 3 Tagen vorbei. Ich meine, da kann man es noch nicht wirklich vermissen, weil man einfach noch die Hoffnung hat, dass das einfach alles nur ein paar Leute sind. Die wissen ja noch nicht, um was es hier wirklich geht. Und von daher kann man nicht sagen, ich vermisse das alte Leben. Und hat irgendjemand von euch mitbekommen, warum er im Gefängnis war? Also beziehungsweise ins Gefängnis kommen sollte? Ich glaube, ich war da ein bisschen abwesend in der Zeit. Oder ich habe es einfach nicht mitgekriegt, dass es ein bisschen blöd ist. Ja, die zwei verstehen sich. Das ist auf jeden Fall süß. Ich würde nämlich gerne wissen, was genau wir verbrochen haben. Weil ich finde, Lee ist ziemlich sympathisch, wie er auch mit der Kleinen umgeht. Oder umgehen kann. Man muss ja immer wählen. Aber was Lee jetzt derartig verbrochen hat, dass er ins Gefängnis musste, hätte ich gerne mal gewusst. Hey there, Kenny. Weil sein Leben kam mir früher ziemlich normal vor, wie er das jetzt erzählt hat. Need any help? No. I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. How's your son doing? Good, I think. Katja's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Es könnte sein, dass da ab und zu Schreibfehler sind. Kann das sein? Ich glaube, das ist jetzt der zweite, den ich entdeckt habe. Ich habe Interesse an seiner Familie gezeigt. Na, eigentlich nicht. Ich stehe nur auf Smalltalk. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess.
You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See ya. Kenny hat ein Boot, das können wir ihm vielleicht klauen. Vielleicht ein Wehrdieb. Was hatte ich? Ich hatte gerade noch eine fiese Bemerkung, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Mist. Ich wollte gerade so eine fiese Bemerkung ablegen und dann jetzt fällt die mir nicht mehr ein. Ach Mann, das ist so ätzend. Also Kenny hat also ein Boot. Hier können wir auch mithelfen. Trecker. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill, though. I'm good. Ich könnte mir vorstellen, dass Sean jetzt stirbt, weil in der Serie, da wird er ja nur erwähnt. Es wird halt nie gesagt, wie er gestorben ist, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Mit ihm können wir nicht quatschen, wie es aussieht. Nur den Trecker angucken. Ach, jetzt. Sean's still working on that fence. Hey, ja. Lee. Ich könnte dir helfen. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Ja, klar, kann ich machen. Muss ich jetzt aktiv was machen oder macht er das von alleine? My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, I had to shoot one. I could shoot one, maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Ich weiß nicht, wo meine Ex-Frau ist, meine Familie. Not too close with the family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. Okay, in Atlanta scheint das Ganze extrem zu sein. Thanks. Das, was ja natürlich auch Sinn ergibt, weil es ist eine Großstadt. Da sind einfach viel mehr Menschen, wo es sich verbreiten kann. Sorry about your friend. Thanks. I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Ja, wir gehen gleich zu Herschel. Wenn ich dann mit Duck geredet habe, dann gehe ich gerne zu Herschel und helfe dem. Wie cool er es einfach auf dem Trecker findet und nichts macht. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Ah, nicht auf Gas treten, weil hier ist jemand vor dir. Okay, aber mehr können wir mit Duck nicht besprechen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Herschel, wenn wir nicht stecken bleiben würden. Ach, der ist ja gleich hier. War ja nur um die Ecke. Na, wie geht's dir? Ja. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were with in that car. And honestly, I don't even want to know. How'd you get out of Atlanta? Ach, Herschel. On foot. I headed south and hoofed it out of there. That's a long walk. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? No family. I had a betta fish on my desk at the university. I hope someone remembered to feed him. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her?
I was being attacked and she came to my rescue. Can I give you a piece of advice? What is it? I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Der Hörschel, die ist... Ja klar, misstrauisch ist nicht schlecht oder nicht negativ, aber das finde ich so übertrieben. Oh Gott. Es war mir so klar, dass der losfährt, ey. Ach, ich darf mich jetzt entscheiden, wem ich helfe. Wir probieren, ihm zu helfen. Ja, das wird ja nicht viel bringen. Ach, wie nett. Ja, also das finde ich jetzt nicht unbedingt nett. Rennen wir einfach weg. Wie grauenhaft ist dieser Tote. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, es wäre sein Bein. Oh Gott. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. To help him, but this piece of shit let him die. I wasn't strong enough. I'm sorry. If your girl is ever trapped, you better hope you get stronger, or your friends aren't cowards. Please, just go. Get out and never come back. Na, es war mehr oder weniger klar, wie er stirbt. Also nicht wie er stirbt, sondern dass er stirbt, weil letztendlich ist er ja in der Serie auch schon tot. Das heißt, lange überlebt hätte er sowieso nicht. Aber, naja, es ist trotzdem doof. Es hätte nicht sein gemusst, ganz ehrlich, und es ist aber auch blöd, dass wir das Bein so... Ach, der Junge hat aber auch ein bisschen Probleme. Wie kann man denn so dumm sein auf Gas drücken? Ach, well, sorry. This is as far as we're going. Then it's far enough. Und ich muss ehrlich sagen, das von Kenny fand ich auch nicht so gut. Ich meine, wenn du deinen Jungen gerettet hast, warum hilfst du den anderen nicht? Trucks run out of gas. Ja.
Das war klar. Ist ja immer so. Und dann es sind immer nur zwei und dann kommen ganz plötzlich Millionen von den Dingern an. Nach diesem Schock müssen wir uns erstmal erholen, aber wer zur Hölle hat uns jetzt gerettet? Ist das nicht vielleicht noch das größere Problem, die größere Gefahr als vielleicht nur die Beißer? Und es sah ziemlich schlecht und nackt aus, ob er jetzt gebissen wurde oder nicht. All das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bin echt gespannt, wer uns da jetzt das Leben gerettet hat und unserer Gruppe, unserer Kleinen. Dann würde ich sagen, finden wir das gemeinsam in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, ich sehe euch dann da. Genau, dann habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht es gut und ja, ciao.